Du musst durch das Loch im Boden springen, um Ripto und Galb zu erreichen. Ich kann dir ein wenig helfen. Ich habe ein paar Pterodaktylen aus der Skelos-Einöde gezähmt. Sie werfen dir Objekte zu, die dir im Kampf gegen Galb helfen. Galb, endlich ist Avala unser. Du verdienst eine Belohnung. Was ist denn, Junge? Oh, die Fee. Ja, bitte. Das war mein Umhang. Drache, du gehst mir langsam echt auf die Nerven. Sag tschüss, Fackelatem. Geil? Es wird Zeit.
Spyro, das war toll! Wow, Elora, wo kommst du denn her? Ich war bei der Burg in der herbstlichen Heimat. Die Burg ist jetzt wieder frei. Keine Spur von Ripto. Und seit du hier bist, kommen die Kreaturen von Avala endlich miteinander klar. Da du so viel für Avala getan hast und ich weiß, wie sehr du dir einen Urlaub wünschst, wollten wir unbedingt was Gutes für dich tun. Es ist zwar nicht viel, aber hoffentlich magst du es. Oh, wow, das ist toll. Aber kommst du nicht mit? Nein. Wäre schön, aber ich muss nach dem Professor in der Wintertundra sehen. Er repariert noch das Superportal, damit du nach Hause kannst. Oh, das klingt ja sehr spannend. Dann hänge ich hier mal eine Weile rum und genieße die Sonne. Hey, wo ist Elora hin? Ich folge ihr besser. Ich glaube, ich habe die Lösung, um mit dem Superportal die Drachenwelten zu erreichen. Dieser Energiekristall sollte die nötige Kraft bringen. Jetzt fehlen nur noch ein paar letzte Berechnungen. Ich glaube, ich hab's. Exzellent. Endlich ist alles vorbereitet. Wir brauchen noch viel mehr Kugeln, aber dank des Energiekristalls sollte das Superportal jetzt funktionieren. Oh! So, ihr dachtet wohl, ihr wärt mich losgeworden. Ich muss euch enttäuschen. Ich habe dem fetten Geldsack ein paar Bomben abgekauft. Schnell, der Energiekristall! Wag es nicht, Bücherwurm. Sonst bist du nur noch ein kluges Häuflein Asche. Genau richtig für mein neues Zepter. Jäger, tu doch was. Schnell! Hey! Gib ihn zurück! Ich hab's versucht. Ihr Idioten! Erst bekommt ihr mein neues Zepter zu spüren. Dann benenne ich diesen Ort um in Riptonia.